Ja, hallo liebe Freunde bei einer weiteren Folge Airport CEO. Ja, mein Plan für diese Folge ist eigentlich mal vorerst klar. Ich denke, das wird auch der Titel dieses Videos zeigen. Ja, wir bauen unser Terminal hier aus mit einem weiteren Stand. So nehmen wir hier jetzt mal das Terminal, machen hier 10x10. Nehmen hier dazwischen die Wand raus. Den Medium Stand bräuchten wir noch. Den haben wir noch hier. Setzen den hier hin. Und den Taxiway nicht vergessen. So, fehlt eigentlich hier nur noch Taxi Notes, sobald es da dann gebaut ist. Jetzt muss ich kurz schauen, wir haben glaube ich 10 Arbeiter. Gut, da fehlt sowieso noch eine Tür. Sehe ich da gerade. Ja, ich habe in der letzten Folge auch noch das hier umgebaut, dem hier zusammen. Ja. Und mal schauen, was unser Flugplan so sagt. Ja, es sind einige Flüge hier geplant. Von Nordamerika, von Churchill hat sie einen Flug, den wir kriegen. Es ist ein Langstreckenflug, eine A320. Die ist jetzt noch nicht geplant, wann die fliegt. Die erste Swiss-Maschine haben wir. Gar nicht, doch hier. Das ist eine Ivano Frankivsk, Ukraine. Okay, kommt von Ukraine zu uns. Flugzeit 4 Stunden. Die hat Flugzeit auch 4 Stunden. Okay. Jo, wir machen da mal den nächsten Stand hin. Wir haben ja in der letzten Folge auch unser Britzelkönig hier hin getan. Ich würde hier auch nochmal Läden hinsetzen. Sobald diese Mauer abgetragen ist, werden wir das als Security-Zone markieren. Ja, der Lufthansa-Flieger hier, der geht noch. Karlskoga, Schweden haben wir hier mit 101 Passagier. Ein paar Leute sitzen hier schon. Ja, wir sollten dann für die Ramp Agents vielleicht noch Oh nein, das ist ein Service. Ja, für unsere Mitarbeiter sollten wir dann noch ein Büro bauen hier in der Security Zone. Der fliegt. 7. Das ist der nächste Flug hier. Er ist anscheinend gar nicht drinnen, so wie ich das sehe. Ich beschleunige hier mal die Zeit, damit hier mal die Wand weggerissen wird.
Könnten hier eigentlich unsere Security-Zone schon mal ausweisen. Das wäre dieses Teil, da können wir hier nämlich schon mal den Boarding Disk setzen. Den mal gleich so hinstellen. Natürlich auch wieder mit den Bänken. Moment, wir haben nur vier. Den einen nehmen wir noch weg. Die beiden. Dann haben wir hier noch einen Infobildschirm. Den wir jetzt auch noch setzen. Dann den Boden müssen wir auch noch umfärben. Das wäre das hier. Zack. Gut, dieser Flug geht nach St. Paul. Nach St. Paul, nach France. Nach Frankreich. Nee, der ist von Frankreich zu uns gekommen. Wohin fliegt der? Wie? Was ist das? Keine Ahnung. Ah. Wie? Ah, der geht auch in die Ukraine. Haben wir hier Sitzplätze zu wenig? Scheint mir so. Könnte man wahrscheinlich noch einen Sitzplatz mehr hinstellen jetzt. Sogar. Ich würde sagen, das machen wir an beiden Orten gleich. Ja. Da können wir hier eigentlich mal Franchises, also Läden, hinstellen. Eine Einkaufsmöglichkeit eines Shops. Ja, vielleicht mal hier hinsetzen, mal schauen, was für Contracts wir hier, Verträge, die wir hier haben. Für 88 Quadratmeter, schwedisch Giftshop. Der braucht 119 Grundfläche. Der 44, also die Hälfte. Der würde sogar gehen. Der Works in Ukraine. Mal diesen kleinen Laden hier reinmachen. Da können wir die Hälfte nehmen. 2, 4, 6, 8, 11. Soll ich bis hier hingehen? Das wäre also bis dahin. 8, 5, 8, 11. Machen wir 8, 6. Sollte das nämlich reichen. Dann benötigen wir hier zwei Shop-Shelves und ein Desk. Ein Desk. Zwei Shop-Shelves. So. Ja, hier zwei extra große. Da haben wir die nämlich erfüllt. So,
wir hier noch? Der hier würde. Der brauche ich die drei Shelves. Würde uns 2 Dollar pro Gott, 6% für 6 Tage 78 würde der uns abwerfen. Der 88. So, hier unten noch Turner 117. Braucht nicht zwar einen Shelves mehr, aber wäre auch noch eine Variante. Ich würde den Turner nehmen, dann bauen wir hier noch ein Gestell mehr hin. So ein kleines. Das haben wir ja immer noch Platz. So, sobald die dann fertig sind, können wir den auch in Betrieb nehmen. Ich würde mal sagen, wir könnten vielleicht mal das Baggage Handling System dann mal noch erforschen lassen, damit wir das dann auch mal verbauen können. Zwar müssen wir hier zuerst dafür waren wir. Baggage Handling System, Build Tilt Tray. Okay, über 52.000 fällig. Ja, können wir nicht, wir haben nicht so viel Geld. Momentan, da müssen wir noch etwas mehr Geduld haben. Ja, ich denke, wir schaffen das schon. Wir stehen ja mit dem Geld nicht mehr so in den roten Zahlen drin, wie auch schon. Das eigentlich schon relativ gut gehen. Airline 51%, Passagiere 100%. Jo. Denke, da sind wir gut dabei. Ah, das ist wie ein Sitz kaputt. Ja, diese Leute, die machen alles kaputt. Ja, ist schon mittlerweile ordentlich Betrieb hier. Mit B1 bezeichnet. Sind immer noch dran am Bauen. Der Wetterbericht sagt eigentlich, ja, Temperaturen relativ im Minusgrad, um 0 Grad herum. Dann für Montag 5,5 Grad. Jo. Ist auch nichts sehr Wildes. Der letzte Mal gesagt. Flugplan sieht sehr gut aus. Das können dieses geht noch als Schrift beschriften. Ich habe das nämlich immer hier mit einem Bindestrich geschrieben bis anhin bei den ersten Gates.
nächsten schauen. Vielleicht können wir den Medium Stand schon in dieser Folge noch in Betrieb nehmen. Wäre ja eigentlich schön. Ja, Verspätungen haben wir bisher nicht wirklich. Schön zu sehen, dass das funktioniert. Ja, und wir sind im zweiten Jahr, am zweiten Tag. Ja. Funktioniert soweit alles wunderbar. Prozent abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich die Servicewand in Progress, genau. Ist jetzt auch abgeschlossen, Reviewing ist auch abgeschlossen. Ja, hier sieht man eigentlich den Status der Flugzeuge. Das on time landet. Oh, Route, 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 Route. Also das ist Gate O1, B1, 3, 2, 1, 3, B. Boostand. So können Sie hier noch Stands ordnen. Natürlich noch nach Ankunftszeit oder Abflugzeit. Die nach Abflug sollten ja auch als erstes abgehandelt werden. Das scheint relativ fix zu gehen hier. Ja, der ist jetzt etwas knapp. Gut, er hat noch eine, kann mehr als eine Stunde. Ja. Ist schon etwas knapp hier. Der wird wahrscheinlich jetzt verzögert werden. Ja, kann es nicht einhalten. Das war jetzt Gate B1. Also der auf Gate B1 ist jetzt etwas, ja, sage ich jetzt mal, etwas weit weg wahrscheinlich. Ja, dieses Tennis wird leider in dieser Folge nicht wirklich fertig, auch unser Laden hier nicht. Ja, ich lasse das mal noch im Off weiterlaufen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Airport CEO wieder, da unsere Zeit schon wieder rum ist. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge von Airport CEO. In diesem Sinne, bis bald, schönen Tag und bis bald. Tschüss.